Wir wollen wissen, wie schwer ist die schwerste Glocke in Bayern? Es geht nach Scheiern im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Hier befindet sich eine Benediktinerabtei, das Kloster Scheiern. 12 Mönche leben hier. Vom Abt Markus werden wir schon erwartet. Grüß Gott. Willkommen in Scheiern. Ja, danke. Ja. Ist es richtig, dass hier im Kloster die doch schwerste und größte Glocke Bayerns hängt? Ja, genau. Wir haben die schwerste Glocke und auch die tontiefste Glocke Bayerns. Dürfe ich die doch auch mal sehen? Normalerweise ist das nicht üblich, aber Sie dürfen heute. Dann habe ich ja Glück. Ja. Abt Markus nimmt uns mit auf das Klostergelände. Da drüben hängt eine große Glocke. Ob das schon die größte ist? Das ist also nicht die neue, sondern das ist die alte große Glocke. Sie gilt als die größte Gussstahlglocke in Bayern mit 6,2 Tonnen und einem Durchmesser von 2,40 Meter. Die haben wir uns hier erhalten, weil, denke ich, es ist der Respekt gegenüber den Menschen, die 1947 viel Geld zusammengekratzt haben nach dem Krieg, und um ein Geläute anzuschaffen. Das war schon, denke ich, bewundernswert, dass sie gesagt haben, wir wollen wieder Glocken haben, auch wenn sie jetzt nicht von der Qualität sind, wie man sie bei Bronzeglocken kennt. Gussstahlglocken waren im 19. Jahrhundert die fortschrittliche Erfindung schlechthin. Nach den beiden Weltkriegen waren sie willkommener und preisgünstiger Ersatz für die zu Kriegszwecken beschlagnahmten Bronzeglocken. Zier und Inschriften wurden nicht eingegossen, sondern nachträglich aufgeschweißt. Und die große Glocke des neuen Geläutes, das ist die größte Glocke bei uns und eben auch die tontiefste, die jetzt oben im Turm hängt. Das wollen wir natürlich sehen. Abt Markus nimmt uns mit in den Turm. Alte Holzstufen führen hinauf in den Glockenstuhl. Hier hängen 14 Glocken aus Bronze. Und natürlich auch die größte und schwerste von allen. Die Christus-Salvator-Glocke. 2,5 Meter Durchmesser. 10,1 Tonnen schwer. Das ist so schwer wie 130 Menschen oder wie 10 Mittelklasse-Autos. Verdammt schwer. So, grüß Gott, willkommen in Scheiern wieder da. Ja, schauen Sie nach, ob alles passt, oder? Und wir haben Glück. Heute ist Rudolf Perner zum Technikcheck da. Er wartet aber nicht nur die Glocke, er ist der Mann, der Bayerns schwerste Glocke im Jahr 2009 gegossen hat. War das was Besonderes? Ja, natürlich. Es ist, also, ist die größte Glocke, die wir in der Familie auch jemals gemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, mein Großvater hat damals für den Passauer Dom die Pumerin gegossen mit knapp 8 Tonnen, die auch als eine der größten Glocken in Bayern immer schon gegolten hat. Und die Glocke hier in Scheiern ist auch die tontiefste und damit auch und die schwerste Glocke, die es im Moment gibt. Es fängt eben schon bei der Planung an, weil in diesen Gewichtsklassen, das fängt bei der Schablone an, beim Formenbau, haben sie überall auch Sonderanfertigungen bzw. Sondermaterialien oder Sondereinstellungen, weil sie ihren Standard in der Werkstatt normal nicht verwenden können. Von der Planung bis zur Weihe der größten Glocke Bayerns hat es 10 Monate gedauert. Alleine der Klöppel wiegt 300 Kilogramm. Aber wie klingt denn nun diese gigantische Glocke? Rudolf Perner lässt Probe läuten. Walter? Fangen wir an. Was sehr rund und schön ist, ist, dass der Klang der Glocke wird langsam aufgebaut. Das heißt, wir läuten jetzt nicht ganz schnell hoch, sondern die Glocke hat Zeit, mit dem Klöppel in Einklang zu kommen, in Einschwung. Und kann dann bei etwa 41, 42 Grad Läutewinkel schon gleichmäßig schwingen, was ein sehr guter Wert ist. Damit ist die Belastung auch auf dem Turm nicht so groß, aber die Dynamik vom Klang ist schon da. Also wenn die Salvator-Glocke läutet, dann ist das immer was Besonderes. Also es gibt eine Läutordnung, wo eingeteilt ist, wann sie zu läuten hat. Also das sind die Hochfeste, die Sie kennen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, von Leichnam, was es halt alles so gibt. Und dann besondere Anlässe. Also wo es einen neuen Papst gegeben hat, hat sie auch geläutet. Ja. Hier schwingen 10,1 Tonnen Bronze. Die Schwingungen übertragen sich auf den Glockenturm. Und wenn man daneben steht, spürt man jeden Glockenschlag in der Brust.
Das ist einem auch nicht immer so bewusst, die größte Glocke. So. Aber man denkt halt selber darüber nach, wie sind die Frequenzen, wie kommt die Terz raus, wie kommt die Unteroktave, wie ist der Nachhall. Und wenn das alles passt, dann ist man einfach glücklich.